Wir haben heute zum Pflanzen, also Kohlrabi, Salate und Fenchel gibt es zu pflanzen. Dann gibt es viele andere Dinge, zum Beispiel Mulchmaterial ausbringen. Das ist Heu, also Schnittmaterial, das wir geschnitten haben und dann auf ein Beet machen, damit das Beet schön bedeckt ist. Und Disteln und Placken stechen ist auch auf dem Programm. Genau. Also viele Arbeiten und ich denke, wir beginnen mit den Pflanzen. Und dann schaut ihr, wo die Kinder vielleicht etwas helfen können oder ob sie etwas anderes machen, je nachdem. Und was sagst du, was ist denn ihre Motivation, dass sie das machen? Das ist alles ehrenamtlich? Genau, es ist ehrenamtlich. Ich glaube, es ist der Bezug zu der Landwirtschaft oder der Bezug zu den Produkten, die sie nachher auch essen. Also das Gemüse geht ja nachher in ihren Haushalt. Gerade mit den Kindern, Familie mit Kind, habe ich das Gefühl, dass sie das schon noch schätzen, dass die Kinder das auch mitbekommen, was sie essen. Dass es halt gerade vor der Haustür ist, in der Regel. Also viele Leute wohnen gerade rundherum in Schwamendingen. Und ja, vielleicht mal eine andere Beschäftigung, mal etwas anderes machen. Es ist ja wie auch in der Freizeit, wo sie, ja, wo sie dann auf den Acker kommen. Für 2 oder 4 Stunden und ein bisschen mitarbeiten und schon einen Einblick bekommen. Diese Platte die kann man so heben. Die haben wir übrigens alle selber gemacht, die Kohlräbli. Dann kann man die da unten rausdrücken. Und dann können wir es hier auf Null. Das Gemüse aber bei uns ist Solawi, das heisst, es ist eine solidarische Landwirtschaft. Das funktioniert etwas anders als bei anderen Gemüse-Abo-Anbietern. Das heisst nämlich, wir schliessen uns mit den Konsumierenden zusammen. Wir als Team von der GmbH vom Hubhof bauen mit den Leuten das Gemüse anbauen, vom Setzling bis und mit zu der Ernte. Wir sehen auch im Hintergrund gerade unsere Mitglieder, die jetzt heute gekommen sind zum Arbeitseinsatz. Wir haben grosse und kleine Abos. Das gibt einfach für 1 bis 2 Personen oder für 3 bis 4 Personen, so ungefähr. Jede Woche Gemüselieferung. In Schwamendingen oder um Schwamendingen haben wir Depot, wo wir das Gemüse verteilen. Und, aber die Leute, die das Gemüseabo machen, die können auch mit helfen auf dem Acker. Eben sei es beim Pflanzen, wie wir jetzt im Hintergrund sehen, oder bei der Setzlingsanzucht, oder bei der Ernte, oder beim Ausliefern. Da gibt es ganz viel Arbeit, die anfällt. Die wir auch nur machen können, weil wir so viel Mithilfe haben, dass wir viel von Hand machen können und darum auch sehr viel bodenschonender produzieren können. Das ist Biogemüse, das in Schwamendingen wächst und dann in der nächsten Region ausgeliefert wird. Und dann haben wir die Setzhölzer. Und dann kann man die Kohlräbli da, wo sie liegen, wir müssen sie dann nicht mehr verschieben. Oh, jetzt hat es sogar einen Stein drunter. Da habe ich so das Gefühl, es ist etwas besser, wenn man sie richtig reindrückt. Was haben wir denn jetzt heute praktisch gemacht? Was ist denn so eure Aufgabe? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben heute Setzling pflanzen aufs Feld. Zuerst haben wir Kohlrabi, dann einfach gesetzt, abgemessen mit dem Meter. Und nachher haben wir können, im Abstand von 25 cm die Setzling einsetzen. Warum bist du da dabei beim Hubhof? Weil ich mir auch Gedanken mache wegen Klimawandel und allem. Und auch darüber, was wir konsumieren und was das für Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und jetzt haben wir hier die Gelegenheit, quasi Gemüse mit null Transportweg zu beziehen, was ja den größten Anteil vom ökologischen Fingerabdruck ist. Und natürlich haben wir auch Spaß am Gärtnern und deswegen macht es uns auch Spaß, hier mitzuhelfen. Wie erlebst du deine Kinder hier in diesem Zusammenhang? Die Kinder wissen ja oft auch nicht mehr genau, woher kommt der Gurken oder wie wächst ein Fenchel. Ja, genau, das war mir eben auch wichtig, dass meine Kinder das eben lernen, dass es nicht einfach so im Supermarkt liegt, sondern dass es eben, also dass sie lernen, was es braucht, damit es soweit ist, dass man ein feines Gemüse hat. Was hast du bis jetzt gemacht? Pflanze gepflanzt. Was hast du für Pflanzen gepflanzt und wie macht man das? Ich habe Fenchel und Kohlrabi gepflanzt und da muss man mit so einem Bohren muss man da so ein Loch drin machen und dann das drin setzen, damit es dann weiter wachsen kann. Und dann muss man eigentlich nur eine Reihe messen und dann kann man sie da dazwischen pflanzen. Alles Gemüse ist saisonal. Wir probieren möglichst vielfältig zu produzieren. Das wird am Freitag wird das Gemüse geerntet, am Morgen, und dann wird es direkt abgepackt und geliefert. Also von eigentlich April bis Ende Dezember ist es jede Woche. Und dann vom Januar bis Ende März ist es halt 2 Wochen. Also dann kommt immer am Freitag kommt im Depot der Sack, wo man dann dort kann holen kann. Ja, genau. Super. Ja, es ist gut. Ja, ja.